freut euch wie immer. Die Kunst der Wahrnehmung. Da haben wir uns jetzt doch eine ganze Weile mit beschäftigt. Die Kunst der Wahrnehmung. Da passt also einiges wahr. Und wenn wir darüber sprechen, über Kunst der Wahrnehmung, dann kommen wir an einem Namen nicht vorbei. Paul Watzlawick. Der Name was? Ja? In welchem Zusammenhang schon mal gehört? Im Rahmen des Studiums, aber okay. Von Watzlawick ist das Buch. Du bist okay. Menschliche Kommunikation. Oder wenn Sie Interesse haben, können Sie auch mal was kopieren. Wir haben da mal eine Zusammenfassung von diesem Buch gemacht, weil es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob das noch verlegt wird, das ist schon ein bisschen älter. Er hat das auch nicht selber oder alleine, nicht alleine geschrieben, sondern es war ein ganzer Forscherteam, man glaube ich 3-4 Leute, die in Palo Alto, also war Professor, ist Österreicher und ist dann nach Amerika gegangen und hat dort in Palo Alto an der Universität gelernt und hat sich dort mit diesem Thema beschäftigt, menschliche Kommunikation. Das war in den 60er Jahren und das Buch kam Anfang der 70er Jahre raus. Und wenn man sich vorstellt, Anfang der 70er ist ja noch gar nicht so lange her. Bis dahin waren uns bestimmte Dinge einfach gar nicht klar, wie menschliche Kommunikation, wie das funktioniert. Und er hat da einen ganz entscheidenden Beitrag zu geleistet. Er war nachher auch als Berater, ich meine auch für die Regierung, auch für Unternehmen tätig und er lebt nicht mehr. Ich hatte das Glück, ihn mal kennenzulernen in Köln bei einer Veranstaltung, wo er aufgetreten ist. Es war schon interessant, mit welcher Leichtigkeit er auch bestimmte Dinge rüber gemacht hat. Und von ihm stammt auch das Buch, vielleicht das schon mal gehört, das war häufiger schon mal, kommt immer wieder mal vor, das ist auch eine Bestsellerliste, die Anleitung zu guten Gewissens. Nie gehört. Das schon, okay, der eine oder andere, die Anleitung. Ja, die Anleitung zu guten Gewissens, aber das ist ein typischer Watzlawick. Genauso wie ein Axiom von ihm, das werden Sie alle kennen. Man kann nicht kommunizieren. Man könnte ja auch sagen, man kommuniziert immer. Aber das ist natürlich viel stärker. Man kann nicht kommunizieren. Das heißt, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kommuniziere immer. Es passiert immer etwas. Stellen Sie sich die Situation vor. Zwei Leute. Das Beispiel von gestern, die Übung, die wir gemacht haben, mit dem Nicht-Zuhören. Ja. Genau. Ich war zwar nicht bewusst, worum es geht, aber ich habe trotzdem was ausgedrückt. Ich habe trotzdem eine Botschaft gegeben. Genau. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Genau da wurde das auch nochmal deutlich. Genau in dieser Übung, oder man kann sich vorstellen, man hat auch solche Experimente gemacht, man kann sich selber vorstellen, im Warteraum beim Arzt, da sitzt schon jemand, man geht auch da rein, ziemlich kalt und es gibt nichts zu lesen. Und sie sitzen da, sagen nichts, geschieht da Kommunikation? Auch hallo, ja. Entweder in sich gekehrt, spricht mich nur nicht an oder wie auch immer. Ja. Was auch, ich kann mich dem nicht entziehen. Und wir kennen alle nur dieses Beispiel, denke ich mal, die wir uns schon erlebt haben, könnte ich mir auch vorstellen.
Wir sind vielleicht im Team in der Runde zusammen und dann kommt der Vorstand rein. Lassen Sie sich nicht stören. Tun Sie, sonst bin ich gar nicht da. Ja, das geht natürlich nicht. Man kann nicht kommunizieren. Was heißt das für Sie als Führungskräfte und Coaches? Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Sie senden immer Botschaften. Permanent. Ob Sie immer die richtigen sind, das ist eine andere Frage. Aber permanent passiert irgendetwas. Das hat ja auch was jetzt mit dem Thema Vorbild zu tun. Wo ich das schon mal anspreche, sowohl in der einen oder anderen Runde, auch in den Unternehmen, wenn wir darüber sprechen, dann sagt die eine oder andere Führungskraft schon mal, ja, ich muss mir wieder vornehmen, mal Vorbild zu sein. Das ist klar, das ist von mir. Ich muss mal wieder genau darauf achten und zeigen, wie man eigentlich machen wird. Aber es ist natürlich immer, Sie sind auch immer Vorbild, beziehungsweise Sie kommunizieren immer, ich kann mich dem nicht entziehen. Das ist erstmal, denke ich, ein wichtiger Punkt für die Wahrnehmung und auch für die Kommunikation. Ich möchte Ihnen jetzt mal etwas vorlesen aus dem Buch Anleitung zum Unglücksein. Die Geschichte mit dem Hammer.